Hallo und herzlich willkommen zum Endzone.ch Flag Football Talk. Wir sind direkt mit den Experten am Start. Das Mal haben wir keine Highlight Plays, es geht alles Schlag auf Schlag. Wenn ihr aber Highlight Plays habt, schickt es uns doch bitte. Und ja, diese Woche sind die wunderschönen Gesichter von unseren Experten natürlich die absoluten Highlights. Wir fangen an mit der Vorstellung von Cedric Arnold. Hallo zusammen. Salut Cedric, danke vielmals fürs Hosten vom letzten Game Day. Sind dann gespannt, was ihr fürs Fazit zieht. Und dann haben wir da jemanden, wo ich sag mal, das Spiel gewonnen hat, das Experten-Derby. Er ist auch da, der Philipp Schweizer. Hallo miteinander. Salut zusammen, voller Enthusiasmus, voller Freude. Ja, ich würde sagen, ich frage euch gerade, wie ist der Game Day zu Basel gewesen? Weil zu Bern haben wir jetzt keine Experten dabei, ich habe gehört. Bern sei mega cool gewesen, gute Anlage. Man hat bei dem Regen können schön auf der Tribüne hocken, ist nicht verregnet worden, es sei alles super gewesen. Also danke vielmals Blackbox an dieser Stelle. Aber Philipp, du als Besucher von dem Game Day zu Basel, wie hast du das empfunden? Hey, ich hatte so hart kalt gehabt. Ich habe gefroren, ich bin verschifft worden. Nachher konnte ich nie angehen, wo es trocken war, offiziell. Die Garderobe war abgeschlossen, die haben gesagt, wir können gehen bei dem Garderobe. Da sind wir irgendwie in eine fremde Garderobe irgendwo reingegangen. Ich bin in eine kleine Bubengarderobe, mir den Arsch föhnen, damit die wieder ein bisschen trocken sind. es ist wirklich, also für das, hey, also es ist nach dem, wann ist es, am 22., oder? Also offizieller Sommerbeginn war es am Tag vorher. Es war wirklich einfach nicht Sommer gewesen. Aber ja, und die Felder haben natürlich auch wirklich geil ausgesehen am Anfang. Es war schön grün, und wo wir gegangen sind, hart braun. Es ist wirklich krass, dass wir es überhaupt dann dürfen durchziehen. Aber sonst eigentlich cool. Sonst wirklich super. Einfach, dass es, hey, das wirklich, es ist wirklich Pech. Und jetzt nächsten Sonntag wieder so schlechtes Wetter. Das ist also, Das Jahr ist es ja, krass, gell? das Jahr ist es wirklich eine Tragödie, wettermäßig. Aber sonst okay. Und da die irgend so eine komische Sportart noch gemacht haben, gleichzeitig nebendran, die haben, wird jetzt Beach Handball gespielt. Da kommst du, Beachhandball. ja, dann machst du eine Pirouette, dann kommst du einen Punkt mehr über oder so, wenn es Goal schießt, ich weiß nicht genau. Ja, und die haben Ja, auch noch mit Stand sind angeboten, und dann hat es noch mehr zu essen gegeben, und dann bin ich noch am falschen Stand gegangen, sorry, gell. Wir haben es vorher gehört, du bist nicht an dem Stand, wo es Gits gegeben hat, oder? Sondern du bist ein Genau, ich bin also Schnitzelbrotstand. nachher ein Schnitzelbrot, und nachher bin ich aber nochmal extra gegangen, damit ich noch ein bisschen Geld in die Kasse von den Spartans spiele. Das ist Und schön, das natürlich die schätzen wir. viel bessere Soße ist es, oder? Logisch, Genau, Gits hat mir ja. gefehlt. Also so ein Bist Hotdog nicht mit voll einem ausgerastet? Samurai-Hotdog ist schon geil gewesen. Ja, ich habe gefragt, da, wo der Schnitzelbrot, wo jetzt die Gitsoße sagt, und sie hat von nichts gewusst. Also. Das war schwierig gewesen. Aber wie gesagt, ich bin so am Zittern gewesen. Ich habe wirklich nicht nochmal wollen, noch mit anderen schon gehen. Ich einfach, jetzt brauche ich Essen und Wärme, wo inexistent war. Aber ja. Aber sehr danke vielmals, dass es erstens durchführen konnte. Ich meine, so ein Game Day zu canceln, das wäre natürlich dann für die Spielplankommission schwierig geworden. Es ist danke fürs Anbieten von Giz und dem Catering und eben auch sonst von unseren Leuten ist da positives Feedback gekommen. Wie hast du es empfunden als Host? Hey, grundsätzlich mega cool, eben, dass man können auf 9 Felder spielen. Ist mega, mega cool gesehen. Also man hat wirklich gefühlt bis an den Horizont noch Flag Football gesehen. Das ist echt nice gesehen. Wie es Philipp schon angesprochen hat, das Wetter ist auch mega, mega schade gesehen, dass es wirklich so dermaßen geregnet hat und auch einfach durchgehend. Ich glaube, die im ersten Slot gespielt haben, haben noch Glück gehabt und Ja, das dann irgendwie stimmt. wieder die letzten zwei und der Rest ist einfach nur nass gesehen. Genau, aber sonst eigentlich gut, sonst hat es mir erfolgreich gedacht. Es war ein bisschen unglücklich gewesen, dass zwei Riesen-Events neben dem Beachhandball hat noch irgendein Firmen-Fußballturnier stattgefunden, wo irgendwie alle die ganzen Niederlassungen aus ganz Europa zusammengezogen haben und ein Riesen-Turnier organisiert haben. Und die haben fast alle Garderoben belegt. Darum haben wir im Hauptgebäude unten nur die zwei gehabt und dann halt nochmal zwei in einem anderen Gebäude. Und das ist halt ein bisschen unglücklich gelaufen, dann wahrscheinlich mit Aufschließen. So. Genau, und darum haben wir auch nicht so super viel trockene Orte gehabt, wo wir sicher können aufwärmen. Das ist sicher sehr unglücklich gewesen. Aber abgesehen von dem ist es mega cool gewesen.
Super, dass wir, danke vielmals für die Sponsoring, auch, dass wir eine Kids anbieten. Das ist ultimativ gesehen Voll. natürlich. Das hat unsere Hot Dogs nochmal aufs nächste Level gehoben. Genau. Danke euch Und vielmals. cool natürlich noch als Highlight vom Tag oder als Tagesabschluss sind natürlich noch Scrimmages gesehen von den Nationalteams U15 und U17. Das ist auch sehr, sehr cool gesehen und auch dort ein großes Danke an alle, die noch geblieben sind, die noch zugeschaut haben. Das ist wirklich coole Vibe gewesen. Und noch Schiri gemacht das haben, ist oder? Mehr cool gewesen. Genau, und Schiri gemacht haben, ja. Yeah. Großes Danke auch an alle, die Leute supportet. Also unsere Junioren, die dort waren, haben mega Freude gehabt. Auch danke an die Gegner, die noch geblieben sind. Ich glaube, Biel und wer war noch? Geneva Seahawks aus 16. Ja, mega cool. Mega, mega coole Geschichte. Also danke vielmals für das. Und nur noch schnell, um etwas klarzustellen, weil wir jetzt da von Giz geredet haben. Ich komme teilweise Anfragen über von Leuten, die dazuhören, wie sie das Gefühl haben, ich bin beteiligt an Harvey oder so. Das ist nichts von mir, das ist der Beat Weiss, der das macht. Lustigerweise ist aber mein Geschäftspartner oder Winter Game Day Songs gefragt worden, wieso ich Werbung für Giz mache, was ich mit denen zu tun habe. Also der Connex ist irgendwie nicht da, dass ich einer von der Gründer bin von Giz und von seit 2,5 Jahren davon lebe. Also ja, wenn ihr mal ein Söseli kauft. Nicht nur der Geschmack ist da, sondern ich kann überleben. Das ist der Kontext, so geht's. Und ja, ich würde sagen, jetzt hauen wir rein und gehen auf die Liga C, oder? Wir schauen zuerst auf die Liga C zurück, haben wir gesagt. Und nachher machen wir den Ausblick in die Liga. Also, dann schauen wir noch auf die Ligen A, B und W und dann machen wir den Ausblick. Bei Liga C schauen wir wieder so ein bisschen die Game Days, den Game Day mal als solches anschauen. Was mir da aufgefallen ist, unbedingt, unbedingt lieber Saf. Hört am Sedi zu, setzt das Ding um, das er vorgeschlagen hat für Konstrukt Liga C. Weil es hat wirklich Teams gegeben, die sind extra da noch gekommen, haben irgendwie 1 bis 2 Touchdowns gemacht den ganzen Tag und über 100 kassiert. Das ist dann, wie man gehört hat, weder für die Teams cool gewesen, noch natürlich für die anderen, die sie runterlassen. Das ist so, da ist niemandem dienen. Das Gefälle ist einfach so riesig. Das ist, ja. So für nächstes Jahr nicht mehr cool, glaube ich. Zu der Liga C gibt es ein Playoff-Update, oder Philipp? Ja, also ganz offiziell ist es noch nicht, aber es sieht so aus, dass 11 Teams in Playoff werden kommen. Wir haben 20 Teams gesamthaft drin. Das sind dann gerade ein bisschen mehr als die Hälfte. Und ich nehme an, also da 11 geht ja nicht auf, offensichtlich. Dann wird es wahrscheinlich so ein bisschen Wildcard-mässig zuerst etwas geben. Und ja. Von dem her können wir jetzt mal, also jetzt sind wir die Hälfte der Saison sturen. Und jetzt haben wir vorher gerade kurz besprochen, dass wir eigentlich könnten sagen, wir schauen mal, wer wir safe in den Playoffs sehen, wer noch so ein bisschen auf der Kippe ist und wer wir sicher draußen sehen. Okay, also ich glaube, rechnerisch ist es bei der einen schon gewesen, oder? Oder ja, rechnerisch würde ich jetzt auch sagen, dass ein Teil müsste eigentlich drin sein. Also wenn wir zum Beispiel St. Gallen Bears haben kein Spiel verloren, 6-0, die müssten eigentlich drin sein. Könnten jetzt die zum Beispiel, ja, also da müssten ja die Twitter Renegades, ja gut, die Renegades sind jetzt auf Platz 12, oder? Und die haben jetzt 2 Siege und 1 Unentschieden. Könnte es natürlich rein theoretisch noch holen, weil es sind ja nochmal 6 Spiele. Okay. Ja, fair. Aber okay, machen wir schnell den Abriss. Kommt noch dazu, Fall dass von... nicht ganz all gleich viel Spiel haben, weil es ja in die Divisions aufgeteilt worden ist, oder? Also wie denn da genau das nachher soll funktionieren mit dem Tableau, bin ich noch gespannt. Aber ja, wir können ja, eben, sagen wir mal, rechnen ist es nicht sicher, aber ich jetzt persönlich, ich würde gerne ein Veto einlegen gesehen, St. Gallen Bears, als definitiv sicher in den Playoffs. Mutig, wie ich bin. Das ist auf jeden Fall so. Und, aber eben, wir haben aus dem Fall wirklich verabschiedet von dieser Geschichte, was es geheißen hat, man schaut, dass das aus diesen, also es hat es mal geheißen, irgendwo ist das Gerücht rumgeschwirrt, dass aus diesen Divisions die ersten paar Ruhe kommen, dass nachher Divisions übergreifend und dann dort der Gegner noch ja, eben, also wie es genau ist, ich weiß es nicht, aber es müsste ja schon innerhalb dieser Divisions eine Rangliste geben, eigentlich. Es ist einfach halt im App nicht so und es ist auf der Software-Website nicht so, aber wie beides ist nicht so aussagekräftig, drum. Okay. Ja. Also gehen wir mal durch und sagen jetzt von dieser Gesamttabelle. Young Guns gesehen, ja, safe drin. 5 und 1. 36 Touchdowns, 13 Interceptions. Sicher dabei.
Thurgau Generals? Ja, die sind eh auch drin. Die sind auch 5-1-1. Das Unentschieden, gegen wer ist das gewesen? Weiß ich nicht. Ah, sind auch offensiv gut, defensiv stark. Ich glaube, das ist das Spiel, wo irgendwie Dings nicht gekommen sind. Also das Unentschieden ist das, wo die Renegades, die haben ja nicht gespielt gegeneinander und sind im App als Unentschieden gelistet. Ah. Also ich glaube auch, die sind viel zu stark dafür, dass nicht die Playoffs... Ah, oh, nein, dürfen sie jetzt in den Playoffs teilnehmen oder nicht? Die sind ja freiwillig abgestiegen. Generals sind freiwillig abgestiegen. Sie dürfen dementsprechend nicht an den Playoff teilnehmen, die ihre Saison genau. Das heißt, jeder Spot wird frei? Ja. Okay. Weil gerade dahinter sind Fly Buzzards Fly 4-0. Samitag, ganz stark gestartet. Eben, die haben zwei Spiele weniger als andere, aber die bis jetzt auch alles gewonnen. Sie sehen ja drin, denke ich, die sind auch drin. Die sind am Rollen. Und dann? Ich glaube, ich sehe sie sogar mit beiden Teams drin. Ja, stimmt. Buzzards 2 ist hat 4 von 6 Spielen gewonnen. Ja. 21 Touchdowns. Das ist so. Und sie haben zum Teil. Ja. Aber sie haben zum Beispiel gegen Schottfond verloren. Und Schottfond ist jetzt nicht so gut. Also Schottfond hat 2 Spiele gewonnen, 1 davon gegen Buzzards 2. Ja. Also, das hat es noch nie. Also, hat es das jemals gegeben, dass ein Verein 2 Teams stellt in den gleichen Playoffs? Ja. Ja. Ah, hat man nachher das eingeführt, dass in der obersten Liga nicht aus der gleichen. Aha. Mhm. Okay. Okay. Gut, dann wissen wir. Wer dafür zuständig ist. Aber sorry, ich kann nicht mehr unterbrechen. Du hast nicht mehr sagen zu den Buzzards. Nein. Also das einfach. Ja, keine Ahnung. Ich weiß halt nicht so recht, ob jetzt das einfach. Ja, das Matchup oder keine Ahnung, oder die Spieler nicht so hoch sind oder so. Aber. Eben, gegen Schottfond ist nicht so gut. Und ja. Ja, fair. Darum, ich würde jetzt, ich wäre jetzt nicht sicher, gell, ob jetzt die wirklich definitiv dann in die Playoffs kommen. Ja, okay, also, das 2 müsste man schauen. Ja, aber das wäre natürlich zwei. Cool. Ja, das 1, danke. Dann haben wir Warriors Cardinal. Ja, Ardi, kommen wir in die Playoffs? Ja, ich muss wieder auftauchen, oder? Ja, ich denke schon. Ich meine, der Flücki und Co. hat noch Glück gehabt, dass ich das kann mir so schaffen, oder? Mhm. Wie viele Spieltage bist du jetzt nachher dabei? Samstag hast du? Also, nein, die Kur wähle ich auch. Können wir das Albani-Fest? Gehen Loaded Fries essen. Mhm. Das ist eine grosse Empfehlung. Und nein, ich bin nicht dabei, aber nachher wieder. Aber ich muss sagen, also am letzten Game Day, Spass passiert, hat mega viel von uns gefällt. Aber ist halt so, gell? Irgendwann ist auch so ein bisschen die Ferienzeit oder sonstige Sachen. Ja. Aber ja, ich rechne schon damit, dass wir da in die Playoffs kommen. Aber ich finde, nachher ist es eigentlich schon knapp. Ich habe, wo wir es besprochen haben, gesagt, welche 11 kommen drin. Und ich dachte, irgendwo, wo jetzt 11 ist, machst du den Cut. Aber Toon Tigers, wir haben es vor untereinander besprochen gehabt, die haben Vienna geschlagen am letzten Game Day. Und das haben sie gegen Lugano Rebels verloren. Also da gibt es ein paar wilde Geschichten. Auch Blackbox sind nicht über alle Zweifel erhaben. Also Renegades B, keine Ahnung, Renegades C. Also es könnte für verschiedene Teams noch U und runter gehen. Ich glaube, dort, wo man den Cut wahrscheinlich muss machen, ist Basel Barbarians. Und das Schottiker, Schopfond, Frau Matt, Zofingen, Red Scorpions, Blackbox Univern, Black und Rafts Bulldogs, dass die nicht reinkommen. Ja, und Cardinal, ihr seid in der gleichen Gruppe wie Bears und Generals. Das ist richtig, oder? Ja, genau. Ja. Also ihr verliert den vielleicht noch zweimal. Also ich weiß dann wie nicht, weißt du, wie das so gesamte Dings nachher aussieht auf die gesamte Tabelle. Das ist halt noch so ein bisschen offen. Aber ich habe eigentlich prinzipiell das Gefühl, so ab Blackbox Univern White bis zu keine Ahnung, Barbarians. So, also da haben wir Renegades drin, C, Argovia Pirates, Renegades B, Lugano Rebels, überraschend, wo ja wirklich besser geworden sind. Wo so dort dazwischen ist noch so ein bisschen offen. Und dann, ich glaube, ab Schott von langen wahrscheinlich nicht für Playoffs. Ja.
Oder seht ihr dort Ja. noch jemanden? Nein, Sedi, siehst du noch jemanden, wo ich könnte überraschen? Nein, ich sehe es eigentlich, ich sehe es eigentlich ziemlich so. Es ist mega schwierig zu sagen. Mit uns ist manchmal so, das eine Team schlägt das. Und dann Ja. siehst du aber, dass wiederum das ein drittes Team schlägt, wo du denkst, okay, das macht jetzt eigentlich gar keinen Sinn, wenn du so nach der Stärke gehst. Wo man halt auch nicht weiss, ist es, weil Leute fehlen, ist es einfach, weil doch das Gefälle so ist, dass einmal läuft es einfach und es funktioniert alles. Und einmal läuft es Ja. dann gar nicht und dann kannst du nicht Adjustments machen. Es ist schon relativ schwierig zu beurteilen, aber ich denke, so wie es der Philipp gesagt hat, passt die Ja, Schätzung eigentlich. absolut. Was mich ehrlich Was gesagt ich aber mega sehe, überrascht. zum Vorhaben. Also, Ja, nein, sorry. bitte, sag du zu. Nein, ich kann eine Liga auf das, was du vorher gesagt hast, ist eben wegen der Liga-Aufteilung. Und da würde ich jetzt sehen, dass das jetzt einfach mit dem, also mit dem Standings, was es da hat. Ab Renegade C hat im Prinzip eine Liga mit 9 Teams. Ich glaube, wo könnt competitive sein und wo alle maximal in der Konstellation jetzt dort maximal 2 Wins haben. Ja. Und ich glaube, das wird schon einen Gefallen machen, wo den Share nach oben halt gigantisch wird. Absolut. Also eben, wie wir es vorhin gesagt haben, da ist allen Teams geholfen. Also die runterlassen und die runtergelassen werden, ich glaube, es hat niemand da profitiert gross von der aktuellen Struktur. Und ich muss sagen, jetzt eben, wenn du sagst Cardinal, ich finde es eigentlich richtig cool, sind wir in so einer stärkeren Division, eben, dass wir Thurgau haben und dass wir St. Gallen haben. Macht halt Spass, wenn du verlierst. Ist halt so kompetitiv und verlierst lieber mit einem Touchdown, als dass du mit irgendwie 7, 8 Abstand gewinnst und Mercy Rule und keine Ahnung, die Spannung schon weg. Und, ja, aber Schutzfonds ich übrigens habe hat eine jetzt. geile Statistik, kann ich das einfach noch schnell sagen. Sie haben fängst 16 Ist. Touchdowns gemacht, oder? Aber und Ja. 13 Interceptions. Sie haben fast gleich viele Touchdowns wie Interceptions. Wenn du den Rest dort unten anschaust, sind alle irgendwie, keine Ahnung, Cheetahs mit fängst 10 Touchdowns und 5 Interceptions, Scorpions 7 Touchdowns, 1 Interception. Und dann das Schlusslicht. Dürfen wir da auch nochmal schnell sagen, Drafts Bulldogs sind schon ein bisschen unter ihrem Wert geschlagen mit irgendwie mit 21 Touchdowns. Sie Ja. sind eigentlich viel besser und aktiv, wenn es auch okay, als jetzt da ihr Standing in dem Ding als allerletztes Team. Das wollte ich sagen. Das, was mich am meisten überrascht, ist, dass die noch ohne Win sind. Also, ich weiß, dass im ersten. Also, die ersten zwei Game Days hat ja Nadim Frey noch QB gespielt. Und sie sind gegen Schotikens mega knapp gewesen. Wir haben Last Second gegen sie gewonnen, Cardinal. Also die sind wirklich recht stark gewesen und dass sie kein einziges Spiel haben gewonnen, das erstaunt mich mega. Und Also sie ich habe sind sie in viel eurer stärker Division halt eingeschätzt. auch. Ja. Ja, das ist Ja. Aber ich habe sie wirklich. Ja, gut, sie haben stärkere Kompetenz. Aber ja, trotzdem, ich habe es recht stark gesehen. Und ich glaube, etwas, was wir auch noch an dieser Stelle ansprechen müssen, es sind Basel Barbarians und zwar haben die 5 Spiele gehabt und sie haben einen jungen Herr da dabei, den Benedikt Bregenzer, der schon 105 Punkte hat, also mit einem rechten Abstand, Scoring Leader ist aktuell. Was möchte denn noch etwas zu ihm sagen? Ich kenne ihn persönlich ehrlich gesagt nicht. Man ist, glaube ich, schon bald Saison immer der beste Receiver gesehen von ihnen. Also ein bisschen der Scoring Leader. Ich weiß die Nummer jetzt nicht auswendig, aber das sagt mir schon etwas. Okay, also in dem Fall, es gibt einen Grund, wieso ihr die Experten sind und nicht ich. Aber gut, dann wäre es das Anstrengend. gewesen. Ist nur von dir definiert. So. Genau, aber wenn wir eh schon bei den Stats sind, wenn wir eh schon bei den Stats sind, der Luka Galeros ist stark mit 85 Punkten, das dritte als Scoring Leader und auf dem ersten Pass bei den Interception Leaders bin ich Der auf hat mit ein dem Phil gutes Frisch. PFF Grade, habe ich auch Das ist gesehen. solid. Was hat er? Hat mega gutes PFF Grade. Ah. Weißt du, weil Stats allein sagen wie nicht so viel, aber schon auch ein bisschen. Gut, ich würde sagen, das wäre es von der Liga C. Wir würden in die Liga B gehen. Und dort haben die ja auch gespielt in Basel. Und das ist teilweise auch sehr, sehr knapp gewesen, muss man sagen. Und es hat doch auch manche Überraschung gegeben. Also für mich
ist auf Blatt die erste Überraschung gewesen, dass Solirinos beides verloren haben gegen Midland Bouncers und sehr deutlich gegen den Zoros aus Zürich. Gratulation an Zoros und ja, Zoros mit Bouncers. Einem riesen Game Day, gell? Ich meine, sie haben was, 4 Touchdowns haben sie kassiert und 13 gemacht. Also, und zweimal. Ja, sie haben also 1 zu 0. Genau, zu 0 gegen Spartans Yellow noch gewonnen. 3 Touchdowns. Also, sie haben wirklich, die haben abgeräumt, absolut. Also bei den Rhinos habe ich nachher auf Insta gesehen, dass der QB nicht rum war und ich glaube auch sonst ein, zwei Leute nicht rum waren. Also der Ding ist dabei gewesen. Also der QB, das stimmt. Aber der Roy und so sind schon dabei gewesen. Ich weiß auch nicht, also ich finde es mehr wirklich eine starke Leistung von der Zora, so wie ich es gesehen habe. Auch defensiv. Und da gegen Basel, da kannst du ja du noch etwas sagen, Sedi. Ja, sie haben mega, mega stark gespielt. Wir sind im zweiten Spiel, es ist ein hart umkämpft erstes Spiel gesehen. Dort haben wir ein bisschen die Energiereserve verbraucht auch. Und dann sind zum Teil, und wir sind schon relativ reduziert vom Kader her und dann ist der ein oder andere Spieler noch ausgefallen im zweiten Game. Und dann ist es noch mega tough geworden. Und dann haben sie es einfach noch keine Chance gehabt, oder keiner hat es kontrolliert auf QB. Und der hat die Ball dann einfach, wenn er halt die Zeit gehabt hat, angebracht und wir haben kein Rezept gefunden dagegen. Und dementsprechend sind sie in den Standings auf Platz 2. 4 von 6 Spielen gewonnen. Also ganz, ganz stark, was man da von den Zoros sieht. Dann hat es ein mega spannendes Spiel gegeben, das ich so auf dem App verfolgt habe. Es war wirklich Wahnsinn gewesen. Spartans Yellow 20 und Winterthur Warriors Black 19. Wie ist das gelaufen? Hast du das gesehen, Sidi? Ja, ich bin an der Sideline gesehen. Ja, das war ein krasses Spiel gesehen. Es ist natürlich, einerseits hat es geregnet in Strömen. Es hat direkt vor dem Spiel angefangen und wirklich runtergelassen wie auskesseln. Das heisst, du hast den Ball kaum können weiter als irgendwie 5 Yards werfen, ohne dass es dann einfach irgendwie so catching the soap war. Also wirklich, wirklich wild. Und dann habe ich also gewusst, vor den 2 Wochen oder vom Genfer Game Day, was das ihr sehr wahrscheinlich werdet spielen mit dem QB, den wir mitgebracht haben. Und die Spielzeuge haben wir besser können kontrollieren und die ein bisschen können wegnehmen. Und dann am Schluss, knappe Partie können für uns entscheiden. Also ich muss sagen, das, was du jetzt gesagt hast, ein anderes Team aus einer anderen Liga, habe ich gefragt, wieso es so gelaufen ist, wie es ihnen gelaufen ist. Nachher war die Erklärung, es hat geregnet. Und wie man einen berühmten Fußballexperte gesagt hat, it was raining for both teams. Also es hat geregnet. Ist jetzt so, ist jetzt ein bisschen einfach, dann, wenn man sagt, ich habe verloren, weil es hat geregnet. Aber jetzt dein Statement hat natürlich etwas zum Spiel wiedergegeben. Von dem her, danke vielmals für das. Und was auch ein Stück weit überraschend war, wenn man das gesehen, zwar beides mega knapp, aber auf das Bulldog sind mit 2 L's heimgegangen. Sie haben mit 4 Punkten gegen Midland Bouncers verloren und mit 3 Punkten gegen Vienna Jets OGs. Also Punkte haben sie recht stark insgesamt, aber auch recht viel kassiert. Haben ihr irgendetwas gesehen zu Rafts Bulldogs an? Sie haben neue Libri, mal wieder. Also was mit nicht zu Raft, sorry. Midland Bouncers, also ich will Midland sagen. Midland Bouncers. Wieder mit neuen Uniformen sind sie traben gekommen. Sie sind schon am letzten Game Day, jetzt haben sie plötzlich noch so etwas Rotes, aber ein komisches Rot gehabt, zumindest an. Und jetzt haben all die Schwarzen, aber die Galaxy-Ding wieder, also wo die Nummern so das Universum sind, die haben sie ja vorher in Weiss gehabt, was ich mega nice gefunden habe. Jetzt in Schwarz haben sie das wahrscheinlich, weil das Black nicht ausbaut, keine Ahnung. aber sehen auch cool aus, aber nicht mehr ganz das Niveau von der Weissen habe ich gefunden. Auf jeden Fall haben sie irgendwie so eine Gruppenfoto gemacht mit ihren 700 Leuten, die es mittlerweile sind. Darum euphorisiert in dem ersten Spiel gegen Bulldogs und darum sie geschlagen. Weg den neuen Jerseys. Ja, und ich muss sagen, mit dem Bounce haben wir das zweite gewonnen gegen Solirinos, haben wir ja schon gesagt. Also die stehen da mega gut da, zusammen mit der Zoros Zürich, also sicher stärker, als wir erwartet haben. Und ich bin natürlich mega froh, haben sie jetzt andere Liebling, weil wir haben ja auf die Wiese zurückgreifen, wenn wir gegen sie gespielt haben. Und in Wiese verlieren wir irgendwie. Ich kann sagen, das ist wie verhext, aber ihr habt jetzt noch so hässliche Gelli übrigens. Lieblingsfarbe. Lieblingsfarbe ist entscheidend, das verlierst du. Ja. Sag's. Das ist. Und das soll Gold sein. Also, wenn es dir nicht passt. Aha.
Ja, nein, du es weißt, ist wer der unschön. Trikothersteller ist, Ja, ich kann weiß. hässliche Mails schreiben. Ja, sind wir noch gesponsert vom Ja, aber Trikothersteller? aktuell nicht, aber ihr Aktuell könnt nicht. das Telefon Okay. bekommen, ja. Ja. Gut. Also, dann lade ich mich jetzt nicht aus über die Liebling. Aber ich muss sagen, wir haben das ja von Anfang an so gemacht, dass wir gesagt haben, weißt, wir haben das Spielliebli und das Trainingsliebli sozusagen, wo aber als zweites Jersey kann dienen. Und das ist, wäre natürlich schön, wenn das jemand dienen würde. Gerade wenn es so Teams sind, also jetzt, ich rede jetzt nicht von der Band, sondern es gibt so Teams, wo wirklich recht beliebte Farben haben und dann nur ein Trikot hätten, das ist teilweise ein bisschen schwierig. Aber ja, Ja. it is what it is. Dann, über wen haben wir noch nicht geredet? Wir haben über all geredet, nein, bei den Jets OGs, die haben beides gewonnen, sind jetzt der Favoritenrolle eigentlich gerecht worden. Und bei den Standings ist es trotzdem immer noch relativ Ja, eng aber beieinander, wenn man so an die Playoff-Spots gell, denkt. sie haben also gegen Bulldogs sind sie hure knapp gegangen und Bulldogs sind sie dann gegen Panthers auch verloren. Also schon an euch bin und das Ganze. Wir haben in dem, gell, haben wir auch vier, die in die Playoffs reinkommen. Genau. In dieser Liga. Und das heisst, es sind drei nicht dabei. Trinos aktuell 2 und 4 auf dem 5. Platz. Und gerade vorhin Rafts Bulldogs 3 und 3. Bounces 4 und 2. Das ist spannend dort. Ich denke, Zoros mit dem Game Day, ja. Also wenn sie das so weiterziehen, dann, ja, dann schafft es sicher ein Panzer das eigentlich auch, oder? Und nachher muss sich Kraft wehren gegen oben. Es wird noch spannend dort um den vierten Platz, denke ich. Absolut, absolut. Mega enge Liga und ja, dementsprechend halt auch weniger Teams und dementsprechend halt auch ultra spannend und Aber echt einfach eine geile Sache zum eins Sehen Bild aktuell. zieht sich durch. Letzter Platz, Winti. Wieso meinst du, zieht sich durch? Nein, das Aber ist ich nur bin in ja, einer sorry, das Liga, stimmt, das ist nur in zwei Ligen so. Wir kommen ja nachher noch auf die andere Liga. ist gut, jetzt Was ja. mich noch überrascht, ist, dass eigentlich Solirinos als Absteiger jetzt eigentlich um Playoffs kämpfen. Und doch nur mit 2-4 in die erste Hälfte gestartet sind, ja. Ja, es ist dort, glaube ich. Ja, eben der Ding ist nicht dabei gewesen. Ja, eben der Dominik ist nicht dabei gewesen. Ich weiß auch, sie sind sicher ein anderes Team, wenn der QB von der Rhinos dann dort wieder spielt. Aber also viel Spatzig haben sie Was hat er nicht, denn oder? jetzt zwei Game Days gefehlt? Nein, also hat jetzt an dem Game Day gefällt, da sind es natürlich zwei Spiele gewesen. Vorher hat er gegen uns gespielt gehabt. Ja. Dort in Biel Okay, hat er weil vorher gespielt sind sie auch erst 2-2 gesehen, oder? Und jetzt sind sie gehabt. 2-4. Ja. Das heißt, sie haben schon mit dem wahrscheinlich zwei Spiele Ja, sie verloren müssen jetzt dann. einfach am Samstag in Sol oder Sonntag in Solothurn müssen sie gegen Yellow gewinnen eigentlich und dann nachher auch das zweite Spiel gegen Bulldogs an müssen sie gewinnen, wenn sie in die Playoffs kommen, weil das ist dann wirklich direkt gegangen. Ja, ich glaube, das wär's von der Liga B für den Moment. Wir gehen in die Liga W von den Ladies. Und zwar, ja, einfach zum Beweisen, dass wir nicht überall Letzte sind. So, zum das einfach Oh, nur an Philipp stimmt. sagen. Der Rest interessiert mich nicht. Nein, aber bei den Ladies, muss man sagen, hat es St. Gallen, Broncos, Bears. Dort ist auffallend gewesen, dass QB nicht rum war und Deborah Casanova ist auch nicht rum gewesen. Also der eine Kraft und Dings ist nicht rum gewesen, die beiden. Dementsprechend sind sie jetzt nicht so. Dementsprechend haben sie zu 0 gegen die Warriors Ladies verloren. Und dann Nightbirds schlönt Neuchâtel Knights 37 zu 6. Das ist von euch predicted gewesen. Auch das Bears Lugano Rebels schlönt zu 0. Das ist auch predicted gewesen von euch. Bisschen Herzbrot für Broncos. die Lugano Rebels Ladies. Sie haben. Was habe ich gesagt? Aha, du sagst Bears, ja, es ist ja eigentlich das Gleiche. Also, ja. Aber ja. Ja. Bisschen Herzbrot für die Lugano Rebels Ladies. Sie haben in 6 Spielen noch keinen einzigen Touchdown geschafft. Also, falls ihr irgendwann Zeuge werdet von dem ersten Touchdown, lassen wir sie hochleben, weil es ist doch. Ja, nein, es ist doch beeindruckend, dass das wirklich das ganze Tessin vertreten tust und das, ja, dass das Woche für Woche mitmachst.
Es ist gerade der letzte, wo wir wieder auf Genf gegangen sind, wie alle rummaulen, weil der Bus so früh fährt und denkst, hey, die fahren überall hin, um nicht mal einen Touchdown zu machen, ja. Aber ziehen es trotzdem durch. Dann der Upset of the Day, würde ich sagen, Geneva Seahawks 12 zu Warriors Ladies 6. Das ist tatsächlich ein Upset. Was ist passiert? Also, zuerst mal die Rahmenbedingungen von dem Spiel. Sagen oder? Sie, es hat geregnet natürlich, oder? Und Jersey Farm. Nein, der Goalie hat gesagt, hat uns ein bisschen gesagt, er zeigt dir gerne mal, wie man streamt, weil wir haben ja seine Stream-Qualitäten bemängelt. Also er gibt sich Mühe und hat das auch gestreamt, das Spiel. Und ich habe gesagt, Mockingbird streamen ja nicht mehr, weil ja die Videos dann oben bleiben. Dann hat er gesagt, das kann man im Nachhinein löschen. Streamen einfach das Spiel und löschen es nachher. Das sehe ich auch möglich. Und er zeigt dir das auch noch gerne. Ich streame jetzt einfach von anderen Teams. Das könnte man auch machen, ja, wieso nicht? Ja, ich habe, wir haben Spikes gegen Blackbird-Spiel gestreamt. Wirklich? Ja, hast du es nicht gesehen? Hä? Nein, ich habe es nicht gesehen. Oh geil, ich kann es nachher schauen. Mhm. Ja, es ist schon so. Aber ich muss sagen, ich habe eine Frage gestellt zu dem Spiel, wieso man so gespielt hat, wie man gespielt hat, wieso es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ich habe dann 7 Videoanrufe bekommen von den Coaches zu meiner profunden Meinung zu dem Spielverlauf. Also es ist nicht jede Person meiner Meinung gewesen, aber ich muss sagen, Geneva Seahawks haben gut gespielt, haben stark gespielt, sie haben bei Regen auch gut gefangen. Sie haben ein paar Weite versucht, die halt nicht so gefangen haben, sondern so wirklich so reingeholt haben. Und das ist, das hat man gesehen, Warriors Ladies sind ohne die Erste dort gewesen. Joya Cummins hat einen guten Game Day gemacht. Ich meine, es ist zum ersten Mal QB gewesen. Das ist sicher auch noch entsprechend wichtig gewesen. Aber aggressiv zum Ball gehen, an dich glauben, das ist so, in so Situationen hast du gedacht, hey, wären wir ein bisschen aggressiver auf den Ball gegangen, Offense oder Defense, wäre da sicher mehr drin gelegen. Aber ja, Gratulation an Geneva Seahawks Ladies. Dann ja, Renegades. Du hast Seahawks den... ja. Versteckte Botschaften. Ja. Und also, eigentlich, also ich höre jetzt auch Kritik, heisst vor allem, euch hat nicht können fangen. Nein, weil... es ist nicht, sie können nicht fangen, sondern so die Aggressivität, weißt du, wenn so Bälle kommen. Oder weißt du auch, du hast auf der WO zum Beispiel schon gesehen, einmal rennt der Receiver in von uns und sie wird so an der Hand gehebt, oder? Aber als Schiri siehst du das gar nicht, weil sie versucht gar nicht so aktiv am Ball anzugehen. Weißt du, noch so, also, ich bin gehebt worden, so, hey, wenn du so rennst, Und nicht mal den Versuch machst, den Ball zu attackieren, dann kannst du es am Schiri auch nicht vorwerfen, dass er nicht sieht. Weißt du? Ja, und das ist schon so. Das mit dem Fangen ist ein bisschen schwierig gewesen, aber wie gesagt, die ganze Situation ist auch. Haben wir dann besprochen mit den Coaches von Sachen Playcalling, Umsetzen von Spielerinnen, gewisse Sachen, wo man den Abläufe muss verbessern. Und wie gesagt, auch wenn der erst wieder dabei ist, ist es natürlich schon ein Game Changer. Das wird sicher so sein. Aber Joey hat es natürlich cool gemacht mit 18 Punkten gegen. Also 18 zu 0 gegen St. Gallen Bears. Broncos. So. Jetzt Neuchâtel Knights deutlich verloren gegen Renegades. Das war zu erwarten gewesen. Nightbirds 45 zu 0 gegen Lugano Rebels. Und Renegades haben dann doch einen Statement-Win geschafft. 35 zu 19 gegen Geneva Seahawks. Ja, sowieso ist es ein Statement-Win. Einfach ein Statement, ja, wie Warriors oder was? Nein, also ich glaube eben, dass es schon deutlich gewonnen hat. Wir haben es gesehen, nachher wir kommen zum Pikes Blackbird Spiel. Also ich meine, dass dort der 6 zu 12 ist. Also es ist ein Teil, ist am Wetter geschuldet gewesen an dem Game Day. Also sonst kann man ja nicht sagen, dass Pikes nicht mehr als 6 Punkte schafft an einem normalen Spieltag. Also ja. Ich glaube, das muss man wirklich, wirklich auch beachten. Bei allen Dingen, dass der nicht der Ausrede darf sein, der Regen, es hat natürlich Impact. Ja, man hat sicher in dem Spiel dort 17:30 einfach wieder mehr Passing Game gehabt. Weil dort ist es trocken gewesen, das ist gleichzeitig gesehen wie das Nationalteamspiel. Ja. Und dort sind eigentlich wieder gute Bedingungen gewesen zum Fußballspielen. Mhm. Genau. Und ja, ich glaube, was relativ klar ist, Neuchâtel Knights und Lugano Rebels werden mit den Playoffs nicht wirklich etwas zu tun haben. Aber nachher ist es enges Rennen, wenn Geneva dort ist, Broncos, Warriors.
Nightbirds und Renegades sind schon recht deutlich. Also ich finde Renegades sind vor allem recht gut abgesetzt mittlerweile. Ja. Aber der Rest bleibt spannend. So, jetzt, Freunde der Sonne, gehen wir zu Nazi A. Auf das habe ich die ganze Zeit gewartet. Das Expertentreffen war ja gewesen. Aber wir fangen zuerst mit einem anderen Spiel an. Blackbirds schlägt eine Black Box 39-0. Zu 0. Habt ihr wahrscheinlich nichts gesehen, aber das hat mich mega erstaunt. Ja, und ich habe gesehen, der Dennis Sieger ist doch nicht gekommen. Doch, er hat gespielt selbst Spiel. Dennis hat das erste Spiel gemacht und ja, das mache ich gerade drauf eingehen. Im zweiten Spiel gegen Pikes hat er gespielt am Anfang und hat dann aber sich wieder am kleinen Finger verletzt. Und der hat ja gebrochen gehabt und er ist immer noch, also ich meine, er ist einfach, also wenn das ein bisschen ist, einfach so gross. Schon vorher war er mega geschwollen immer noch gewesen und so, und jetzt hat er wieder, genau wieder am gleichen, wieder einen Schlag irgendwie drauf bekommen. Ja, jetzt weiss ich nicht, wie es weitergeht mit ihm. Training gestern war er zumindest nicht gewesen. Und ja, da, also das hat sicher eben hat einen Einfluss gehabt für das erste Spiel und es hat sicher einen Einfluss gehabt nachher für das zweite Spiel. Und was dann mit der Blackbox eben, es ist halt schon, also die Blackbirds Defense ist halt schon sehr gut. Also die ist wirklich next level gut. Und dann, ja, es sind halt dann die Blackbox halt ein bisschen Lehrgeld müssen zahlen. Apropos Lehrgeld, das ist die Überleitung zum zweiten Spiel. Nein, Spaß. Experten sind aufeinander getroffen. Mockingbird, Schlön Spartans, Navy, 39-13. So, jetzt bin ich gespannt. Sedi, wie hast du das Spiel wahrgenommen? Schlecht. Schlecht. Viele mich dazu nicht sagen. Nein, wir haben. Hey, nein, es ist schwierig zu sagen. Mockingbirds haben einfach stark gespielt gehabt. Wir haben unser Spiel irgendwie nicht können exekuten. Ich selber habe extrem schlecht gespielt, habe 4 Interceptions geworfen, kaum Punkte aufs Board gebracht und defense-technisch haben wir einfach kein Mittel gefunden, um sie zu stoppen. Wir haben sie immer Receiver wide open gehabt, also dort haben auch unsere Schemes nicht passt gehabt, entsprechend dem, wo wir gegenübergestanden sind. Aber ich schmecke das Rematch, wo hoffentlich gestreamt wird, damit wir das auch verfolgen können. ja, hoffentlich. Aha. Wann spielen die wieder Gegner an? Wisst ihr das? Wir wissen es. Wenn wir es. Hey, oder? Oh, also nicht, okay. Ah, wie ich hatte schon gesagt, streamen es nicht, wenn es 20. Okay. Nice, aber da freue ich mich drauf. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Aber ja, ich würde sagen, wir machen gerade weiter. Ja, also nein, ich habe gar nicht dürfen sagen, wie gut ich bin. Also das finde ich okay. Gut. Erzähl. Wir haben 2 Picks vom Sebi sind, oder? Und wir sind sehr gut gewesen. Und ich glaube, der Sedi hat normal gespielt. Einfach, wir sind so viel besser. Und ich finde auch, wir haben besser ausgesehen. genau. Und das, obwohl wir Anfahrt gehabt haben, oder? Hey, Anfahrt. Wo alles gegen euch gesprochen hat. Ja, natürlich. Also ich meine, so lang und dann die vielen Kästen, die Blitzkästen überall unterwegs, oder? Dann musst du wirklich lang. Hey, wir fahren. Ah, nein, das war auf Genf gewesen. Fahren wir los. Erstes Lichtsignal, denkt, ja komm, da gehst du noch drüber, Peng geht. Rot blitzt. Das ist doch scheiße, man, gut, da die Reise auf Genf. Nein, das mal nicht blitzt worden, darum, besser beifahren kann. Also, ich kann wieder sagen, nein, ich respektiere, dass der Sedi beiblieben ist und nicht einfach davon gelaufen ist, so wie andere das machen während einem Spiel. Und seine 3 sind verloren. Darum nein, wirklich, das ist gut. Ja. Und ich freue mich natürlich auf das Rematch, weil wir brauchen die Wins. Ich glaube, das rundet die Geschichte schön ab. Ja, inwiefern ihr das braucht, sehen wir dann in den Standings, aber ich glaube, das ist schon mal ein guter Start für euch in den Tag. Ein guter Start hat dann Pikes gehabt, 32-6. Gewinnen gegen Seahawks, das haben wir erwartet. Dann Renegades, gewinnen gegen Warriors 25-14. Expertentipp ist entsprechend gewesen. Ich hätte gedacht, das läuft anders, aber also, zumal die Renegades... Ah, wegen Prodigy, wo kommst du?
Ja, also zu ihm kommen wir gerade. Aber Renegades haben eben noch das zweite Spiel zu 0 verloren. 38 zu 0. Die Black Box, die vorher keinen Punkt gemacht haben gegen Black Birds, stehen nachher die Renegades 38 zu 0. Ja. Und irgendwie, ich kann ab und zu mal aktualisieren, das App, ich war am Arbeiten, so, hey, was läuft da? Was ist das? Also, wenn du das Ergebnis siehst, denkst du, Warriors hätte vielleicht mehr sollen holen. Also, es ist halt wieder, aber, gell, ja, das Spiel nachher 10:30, die beiden Spiele, da, dort hat es einfach voll abgelassen. Ja, da hat es voll geschifft. Ja. Und darum ist so ein bisschen, also Pikes gegen Seahawks, das sind, ich glaube, dreimal, meinte ich, ein Touchdown gsi, wo der Leon mehr oder weniger über das ganze Feld läuft, einfach ein Post aus dem Slot raus, wo die Seahawks einfach nicht bereit sind. Sonst ist ihnen auch nicht, also, eben, ich meine, es ist ganz ein klarer Sieg und so, ist keine Diskussion, aber es ist ihnen jetzt auch nicht so krass gut gelaufen, eigentlich. Es ist einfach halt, sie haben dann einfach da die Big Plays gehabt, die dann wie gelangt haben. Und was Warriors Gold, Renegades, weiß ich nicht, was da passiert ist. Aber du hast ja nachher noch gegen den Finn gespielt, den Prodigy QB, den du angesprochen hast. Also genau. Wir haben viel, also wir, ich habe viel von ihm geredet, 16-jährig ist er. Das ist schon krass. Er hat jetzt gespielt. Also sagt, eben, er hat dann bei uns einen Touchdown gemacht. Es ist nicht sein Fehler, würde ich sagen. Es sieht bei ihm, es sieht gut aus. Also, ich meine, er ist, also als 16-Jähriger ist er recht entwickelt, nicht so. Also, das ist kein Bub mehr, das ist ein Mann. Also, ja, er ist grösser als ich und ja, recht bereit. Ja, also er ist wirklich bereit. Er hat seinen Wristcoach am linken Arm und er wirft mit links, das finde ich noch speziell. Aber seine Welt, das ist gut, es ist jetzt nicht... es ist nicht so abartig krass, wo du jetzt musst sagen, wow, der Arm, das ist ja unglaublich. Aber es sieht wirklich sehr mechanisch eigentlich relativ gut aus. Und ich denke, er darf kein Mitspieler, das ist ein kleines Problem. Also jetzt. So, ja. Ich meine, es fällt schon auf. Also, ich weiß nicht, mit wem Winter sind auch nicht mit viel gekommen, oder? Sind es irgendwie 8-9 Nasen gewesen oder so? Ja, es sind nicht viel gewesen. Und. Ja, also die haben zum Teil Mühe, den Ball zu fangen, sagen sie, wenn er nass ist. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn er nicht nass ist, aber schon, Wind ist schon schwach. Ey. Also da passt wirklich nicht viel zusammen. Da kannst du ihm nicht das anhängen. Er hat es jetzt einfach nicht rausgerissen, aber ich würde jetzt nicht sagen, es sind Bälle gewesen. Absolut, ich muss sagen, das war bis jetzt kein guter Saisonstart für das Goal-Team, unbestritten. Der Finn, ich bin wirklich happy mit dem, wie er sich entwickelt, weil er ist jetzt dieses Jahr auch gar nicht als Starting QB im Tackle vorgesehen gewesen, ist ein anderer gewesen. Loris Lenzlinger, er ist gegangen und dann ist der Finn gerade als QB reingekommen und für das erste Jahr, wo er wirklich QB macht, sieht es mal gut aus. Neben idealerweise können wir so Spieler mal entwickeln. Aber Warriors Gold, 2 Niederlagen an dem Tag, jetzt ist es... intensiv. Ich muss sagen, ich finde, wir haben so angeschaut, können Luzern Pikes Blackbird schlagen dieses Jahr und so. Aber ich finde, der Abstiegskampf, der Navy, Gold, Seahawks, Renegades sind gerade so 4 Teams, die wirklich intensiv sehr nah aneinander sind, was den Abstieg betrifft. Also, das wird auch sehr, sehr spannend im A. Weniger spannend war es Blackbirds gegen Bouncers, 27 zu 7. Das war eine klare Geschichte. Wie gesagt, Blackbox Univern hat gegen Renegades zu 0 gewonnen. Dann Mockingbirds 40 zu 7 gegen Warriors Gold. Haben wir eigentlich besprochen. Möchtest du noch etwas ergänzen zum weißen Patrick Mahomes? Ja, das ist schon erwartet. Ja, das ist klar. Schon, ja. Nein, also für uns ist es wichtig, dass wir jetzt gegen die Bottom Dwellers unsere Punkte gemacht haben und die Spiel klar gewinnen. Das ist auch so ein bisschen, dass wir uns wieder ein bisschen mehr dort ankommen, wo wir uns sehen und nicht so, wie es jetzt bis jetzt die ersten zwei Spieltage gelaufen ist. Von dem her ist das Soll erfüllt dort. Was mich wundernimmt ist, ich habe jetzt wenig Spiele von euch gesehen, also mehr aktualisiert auf der App und es wirkt nämlich so, als ob er schwach startet.
weißt du, so Warriors haben, glaube ich, Pick gehabt, gerade Punkte, nachher nochmal, weißt du, am Anfang sind sie dran gewesen. Ich habe das Gefühl, bei Spartans ist es ähnlich, am Anfang ist es knapper gewesen als am Schluss, weißt du, wo sie dann weggezogen sind. Ja. Ist das ein Problem von euch, dass ihr schwach startet? Ich habe jetzt also der Pick war auf den extra Point gewesen. Also nicht ein Ding-Pick. Ich weiß nicht mehr, ein Spiel haben wir eher schon gleich. Also ich habe mehr so ein das Gefühl, dass unsere Defense jetzt amix das Zeit gebraucht hat, bis sie voll auf die Touren kommen und so weit die Offense von der anderen List. Und dann ist es am Anfang jetzt häufig so, gewesen, dass wir Touchdown, Touchdown, Touchdown gemacht haben und nachher kommt unsere Defense mehr in den Tritt rein und wir sind jetzt im ganzen Game, ich glaube, in allen Spielen nicht mehr als zweimal habe ich das Gefühl gestoppt worden. Und dann, ja, dann kommst du halt Schuss laufen. Aber das ist jetzt, ist eine interessante Beobachtung. Es könnte schon sein, dass wir sind schwächer gestartet, als wir das auch schon sind, ja. Ganz ehrlich, wir sind auch letztes Jahr nicht so gut gestartet. Also auch so in die Saison rein. Und jetzt das Jahr auch wieder so ein bisschen in die Saison rein, noch nicht so gut gestartet am Anfang. Und jetzt sollte es hoffentlich laufen. Gut, dann bleiben wir gespannt. Wir können auf den nächsten Matchup gehen. Und zwar Geneva Seahawks haben mit einem Punkt Spartans Navy geschlagen. Doch ein Stück weit überraschend, kann man sagen. Oder wie habt ihr das gesehen? Seht ihr, wie ist der Match gewesen? Eigentlich auf Augenhöhe. Es war echt gutes Duell gewesen. Wir hatten am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, eben mit den Bedingungen. Der Seahawks hat das überhaupt gar nicht ausgemacht gehabt. Es hat geregnet, die sind alle mit Gloves dort gesehen, haben trotzdem One-Handed Catches gemacht und so. Also das ist null irgendwie angemerkt, dass das irgendwie so Einfluss gehabt hat. Sie haben das mega methodisch gespielt gehabt, haben es wirklich gut gemacht. Und wir haben einfach relativ viele Drops und so noch drin gehabt in der ersten Hälfte. Haben auch in der zweiten immer wesentlich besser ins Spiel gekommen und haben dann eigentlich den Sieg in der Hand. Gehen für zwei, nachdem wir gescored haben. Und dort war dann auch ein bisschen eine strittige Entscheidung gewesen, illegal contact oder nicht. Am Schluss ist dann das Flag waved worden und somit das Spiel 27-26 geendet. Das ist ein bisschen enttäuschend gewesen, natürlich. Also das Play haben wir ja da gerade sozusagen zum Anschauen. Das ist das allerletzte gewesen, oder, Sedi? Das ist das letzte Play vom... Dann ist der Two-Point gewesen. Geil. So viel zu dem Thema. Ich kann es gar nicht starten. Es kommt irgendwie nicht. Warte, ich versuche es da vorher. Hat es geöffnet? Kommt es jetzt? Jawohl, jetzt kommt es. Okay. Jetzt kommt es, jetzt sehen wir es. Also gut. Also warte jetzt. Also, das ist das letzte Play vom Spiel Warriors gegen Seahawks, oder, Sedi? Das stimmt. Spartans gegen nee. Seahawks. Spartans gegen Seahawks, sorry. Sie gehen auf zwei. Game-Winner. Sedi, der da so komisch seine Socken aufzieht, oder was? Der ist der Quarterback. Kommt aber der Ball nicht direkt über, sondern das Double QB Play. So, und jetzt haben wir da den Wurf vom Sedi und hinten rechts. Seht ihr Minimus eigentlich? Nein. Nicht. Okay, also nicht, hinten rechts, das ganz rechts im Feld ist der Receiver, wo der Ball bekommt, der läuft ein Tiger oder so etwas ähnliches. Und hinter ihm ist der bärtige Verteidiger, wo ja jetzt eben, die Frage ist, durch und durch auf den Ball geht oder auf den Ball. Und er fängt ihn durch das nicht. Wir schauen es nochmal an. Also jetzt genau, eben da so gestoppt, hat den Ball in der Hand und der hinten dran geht eben für mich auf den Ball, aber er kommt dann durch das, durch die Verteidigung durch. Er geht auf den Ball, das ist ganz klar. Er trifft einfach zuerst den Kopf, bevor er zum Ball ankommt. Und in dem Moment, wo er seinen Kopf trifft, lässt der Receiver den Ball fallen. Ich finde, es gibt zwei Ansichten. Wenn du nur deinen Receiver anschaust, siehst du das Foul an deinem Receiver. Wenn du nur den Verteidiger anschaust, siehst du, er geht einfach wirklich normal auf den Ball. Aber ja, und trifft ihn unglücklich. Aber beim Versuch, auf den Ball zu gehen, macht er Kontakt am Kopf vom Receiver. Ja. Eben, und von dem her wäre es wahrscheinlich rein theoretisch ein Foul, aber es ist wahrscheinlich etwas, wo eben nicht so kalt wird. Und durch das haben die jetzt das Spiel verloren.
Aber man sieht ja auch, die Refs haben das ja auch durcheinander, oder? Also das durcheinander. Jemand hat das, glaube ich, als Foul gesehen, die andere Person nicht. Overruled, genau. Oder? Ja. Also von dem her, uns nimmt es Wunder, was ihr denkt, und schickt uns bitte Clips von ich sag mal, Ref-Geschichten, wo ihr das Gefühl habt, das müssen wir mal da mal anschauen und besprechen. Aber auf jeden Fall eine harte Niederlage irgendwo durch, das so knapp verliert. Also, wenn ihr auch eure Clips besprochen habt, Ref-technisch oder sonst wie, schickt uns einfach ein und dann schauen wir das im Podcast an. Wir haben noch ein paar wenige Spiele ausstehend, und zwar eins war auf dem Papier eigentlich das Highlight-Play gewesen. Jetzt könnt ihr auf WO Live schauen. Der Philipp hat es ja offensichtlich gestreamt, ich habe es gesehen, es ist noch oben. Also danke vielmals für das, Philipp. Aber 12-6, Blackbirds schlönt Luzern Pikes, bleiben immer noch ungeschlagen. Aber 12-6 ist jetzt nicht das, was man sich erhofft hat. Ist das auch im Wetter geschuldet gewesen, oder was ist da gewesen? Ja, zum Grossteil habe ich schon das Gefühl, ja. Also, so Rain is the great equalizer. Eben, wie gesagt, der Dennis hat sich relativ früh verletzt. Ich habe das Spiel gestreamt, eigentlich nicht einmal, also nicht im Sinn von, dass man es streamt oder so, oder keine Ahnung was, sondern mehr, weil es einfach eben so geregnet hat und so kalt war, dass wir in die Katakomben runtergehen und das Spiel dort unten schauen. darum haben wir es so gemacht. Und dann, also ich habe das ganze Spiel gesehen, ich habe nur einen Touchdown gesehen, also zwischen, wo ich die Kamera aufgestellt habe und dann abgegangen bin mit irgendwie, also respektive muss irgendwie ein Touchdown von der Blackbirds schon passiert sein. Weil ich habe gemerkt, mega lang sind einfach 0-0 und dann am Schluss sind irgendwie zwei Scores sind dann noch gekommen. Aber es ist wirklich, also es ist einfach wie, sie haben sich einfach gegenseitig gestoppt und es ist dann nicht so gewesen, dass es dann auf irgendwie Fourth Down und Short gewesen wäre, sondern häufig haben sie gar keinen First Down geschafft gehabt. Halt wieder die Blackbirds Defense, die wirklich mega stark ist, aber das Blackbirds nicht über, nicht wirklich weit gekommen. Keine Ahnung, ja, der Schock von Dennis in einer Verletzung, erneuten Verletzung, ob das da noch mitgespielt hat. Aber eigentlich, also eben, also bei ihnen ist einfach nicht, weil es ist dann, es ist nicht mal so, dass es so mega fest noch geregnet hat, aber einfach, dass der Boden dann so krass, wenn der Ball mal am Boden war, so dreckig gewesen. Also, vor allem, da schmeckt man wirklich einfach so eine ovale Dreckfleck drauf gehabt. Und je nachdem, wie der Ball zu Boden war, halt genau dort, wo du die Daumen gehabt hast. Ja. Also da, wir haben dann nachher, in diesem Spiel nachher immer Schiris gehabt, die einen Beanbag hatten. Und dann haben wir immer so am Schiri gesagt, hey, leg du deinen Beanbag ab. Unser Center snappt dann von dort den Ball, aber dann müssen wir ihn nie am Boden legen. Weil sonst ist er gerade wieder dreckig. Und das haben wir dann nachher so gemacht und das hat viel besser funktioniert. Aber ja, jo, das Spiel, ich weiss wie nicht, wie aussagekräftig das ist, ganz ehrlich. Aber man muss schon respektieren, also dass Blackbirds trotz allem, mit dem ganzen Hype, wo die Pikes in das Spiel gekommen sind, für das sind sie recht sang- und klanglos wieder heimgegangen. Und an dieser Stelle natürlich noch gute Besserung an Dennis Sieger. Hoffentlich ist er bald wieder fit. Dann die letzten beiden Spiele, Blackbox Univern, Gold gewinnt mit 2 Punkten gegen Midland Bouncers und Mockingbirds gewinnt gegen Geneva Seahawks 42-20. Ja, etwas muss ich sagen, Midland Bouncers haben jetzt auch noch gerade den besten Game Day eingezogen. Also, kann man etwas zu ihnen sagen? Ja, da kann ich etwas sagen. Das Spiel habe ich geschaut. Bouncers gegen Blackbox. Also das ist episch, ein epischer Zusammenbruch gewesen, wenn ich je einen gesehen habe. Bouncers führen mit 26-7, glaube ich. Mit noch etwa, ich weiß nicht genau, was es war, aber es müssen zwischen 6 bis 8 Minuten noch zu spielen sein. Also führst mit 3 Touchdowns. Und wie es dann auseinandergeht sind, sie haben, ich bin nicht sicher, ob es 2 oder 1 Picks gewesen sind, wo sie dann geworfen haben, am Schluss noch, und dann einfach die 3 Touchdowns noch kassiert haben. Also es ist also so, wirklich ein sondergleicher Meltdown gewesen, dass die das Spiel verloren haben. Und dann, sie haben am Schluss eben 14, 4 Touchdowns, aber dann weniger Extra Points. Das war wirklich krass gewesen.
Also, dass das Spiel verloren haben, ist mir unerklärlich. Wie? Ja, und es ist halt, wie du sagst, jedes Spiel kann da dann schlussendlich mitentscheidend sein. Jetzt sind beide 5 und 3 gleich auf. Also die hätten sie können distanzieren. Also Bouncers hätte Blackbox gegen oben können distanzieren, was jetzt nicht gemacht hat. Ja. Und dementsprechend bleibt es natürlich eng. Jo, Nazi A, die spielt ja jetzt auch wieder in Solothurn. Das ist doch... Wann ist das am Sonntag? Heute ist Donnerstag, also sehr, sehr bald. Gibt es da, und wir werden jetzt darauf verzichten, alle Spiele durchzugehen, weil es geht einfach zu lang. Was sicher ein Highlight wird, ist Blackbirds gegen Mockingbirds. Ja, das ist immer ein Highlight, seit der Split da gekommen ist. Philipp sagt nichts, einfach nur Laser Focus. Hure Focus. Ja. Pikes sind zwei wichtige Spiele, so jetzt eben, wo du vorher gesagt hast, bei Bouncers Max und Blackbox, wo alle ja so ein bisschen, also alle den gleichen Rekord haben jetzt aktuell. Und Pikes spielen spielen gegen Midland Bouncers und auch gegen Blackbox. Das heisst, sie können so ein bisschen das Zünglein an der Waage sein, je nachdem, oder? Wenn sie jetzt so kommen, wie sie immer gespielt haben. Dann gönnen sie beide Spiele, aber wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, was los wäre, irgendetwas, Leute nicht dabei sind, dann, keine Ahnung, dann könnte da, also, ja, kann sich da recht etwas tun. Und auch für die Teams, die unten sind, eben, wir haben es gesagt, es gibt ein paar enge Spiele, also so Warriors, Geneva, Spartans, sie können auch gegen Blackbox oder Midland Bounce, also wenn es da ein oder zwei Wins könnte irgendwie holen. Sieht es natürlich auch unten gerade recht schnell recht anders aus. Mhm. Auch in Solothurn spielt die Liga B. Ich weiß nicht, eben auch da recht viel Spiel, recht enge Kisten. Gibt es da irgendetwas, was euch auffällt und ihr sagt, das ist euer Highlight? Ja, Bouncers OGs gegen Midland Bouncers. Jets OGs, sorry. Gegen Midland Bouncers ist so ein kleines Top-Spiel, wenn man es so will sehen. Auch Zoros Zürich spielen direkt gegen Bouncers. Das ist auch so ein bisschen, also je nachdem, oder, wenn Bouncers jetzt so kommen, wie das letzte Spieltag gekommen sind, können sie vielleicht ja da vielleicht gewinnen, was weiß ich. Oder Zoro Zürich Midland Bouncers, habe ich das Gefühl, ist so ein das Spiel. Ist dann auch, ja, und Rhinos gegen Raft Bulldogs A. Wo wir vorhin schon angesprochen haben, war auch relativ entscheidend Spieler sind. Ja. Cool, also enge Kiste, die können dabei sein, die sollen unbedingt schauen gehen. Unbedingt schauen ist das Stichwort für den Game Day in Chur, weil dort spielt nicht nur C und W, sondern es sind Junior-Playoffs. U13, U16 spielen Playoffs, das wird richtig, richtig cool. Wer die Liga noch verfolgt hat, hat gesehen, nur schon Playoff-Qualifikation ist wirklich haarscharf gewesen. Es ist dann wirklich nur auf Stats drauf angekommen und nicht nur auf Wins, Losses. Also wirklich ganz, ganz enge Kiste. Auf jeden Fall könnt ihr schauen und das nächste Mal einen Podcast aufnehmen, können wir die neuen Schweizer Meister zelebrieren da. Und bei den Erwachsenen, eben die Ladies, da gibt es gerade Nightbirds Renegades zum Start. Da will ich Tipps auf euch. Wer macht's? Ja. Ich habe einfach das Gefühl, die Renegades gehen nicht. Leider. Für die Nightbirds wird es ein interessanter Game Day, weil ich nehme an, wenn Broncos die Heimer spielen, dass Zeraina, Deborah und all, wie sie alle heißen, wieder rum sind. Also, dass nicht so ein Broncos-Team wird sein wie im letzten Game Day. Ja. Also, ja, nicht gerade die einfachsten, die sie gezogen haben. Und dann Rematch vom letztjährigen Final Warriors Ladies Renegades. Das ist ja im ersten Game Day unentschieden ausgegangen. Mhm. Also auch für die Renegades ein knackiger Game Day, muss man sagen. Es ist nicht mehr so, dass es gibt ja die Game Days, wo auch so ganz klar Favoriten etwas quer durchsetzen. Das ist das, was ich nicht so. Auch Geneva Seahawks gegen Broncos. Essentiell für Playoff-Fight dort, wenn man sich ja da kann distanzieren. Also das ist, glaube ich, von den Frauen aus ist das so ziemlich das spannendste Game Day. Und Liga C gibt es auch, ja. Gibt es auch Spiel? Gibt es auch Spiel. Und zwar
Und zwar die Revanche hoffentlich von Warriors Cardinal gegen St. Gallen Bears. St. Gallen Bears haben uns ja deutlich geschlagen. Das war zu null am Führer zur Halbzeit, haben das zerstört den Rappi. Und ja, Star Receiver wieder nicht um und so. Aber ja, mal schauen. Sollte aber spannend Spiel werden. Auf jeden Fall. Trotzdem, dass du nicht anwesend sein kannst. Schön, dass du mich damit meinst, mit dem Star Receiver. Das ist genau. Das ist logisch. Hat da gut. Und eben im Gegensatz zu Ladies. Das ist viel in Winterthur. Star Receiver. Nein, und im Gegensatz zur Ladies Liga ist da wieder das Favoriten-Matchup eigentlich durchs Band zu sehen. Also wenig so Sachen, die auf dem Papier mega knapp zu erwarten wären. Ja, ich glaube, das war's. Gibt es noch irgendetwas, was den Leuten mitgeben wollen? Ins Wochenende? Ich hoffe, der Spieltag in Solothurn wird in Solothurn stattfinden. Wir wissen es aktuell noch nicht ganz, weil, ey, wieso auch nicht? Schiffen es mal wieder und ist halt. Ah, das ist doch schön. Seri? Nur noch all seine Worte vor der Anschließung. Kommen alle nach Chur am Samstag. Verpassen nicht die Playoffs von den Junioren. Genau. Und am Sonntag natürlich in Solothurn. Da hoffe ich auf spielbare Felder. Freuen wir uns drauf. Danke vielmals für die ausdrängenden Teams und euch allen einen guten Game Day.